Hey Leute und willkommen bei mir und Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wo ihr das komplette Damenrüstungsset in Zelda Breath of the Wild finden könnt und welche Effekte das Damenrüstungsset hat. Gefällt euch mein Content, dann unterstützt mich mit einem Like, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. In dieser Videoreihe zeige ich euch, wo ihr alle Rüstungssets inklusive der Amiibo-Rüstungssets in Zelda Breath of the Wild finden könnt, welche Vorteile die Rüstungssets beim Tragen haben und wo ihr die benötigten Materialien für alle Upgrades finden könnt. Machen wir in diesem Video weiter mit der Damenrüstung. Obwohl, eine Rüstung ist es eigentlich nicht, aber da ich bisher alles Rüstungsset genannt habe, machen wir hier keine Ausnahme. Das Damenrüstungsset könnt ihr euch theoretisch direkt nach dem Tutorial auf dem vergessenen Plateau holen. Ihr bekommt das Damenrüstungsset in der Gerudo-Wüste beim Wüstenbazar. Damit ihr das Damenrüstungsset aber erhalten könnt, müsst ihr zuerst mit Benjamin vor der Gerudo-Stadt reden. Er erklärt euch, dass nur Frauen in die Stadt eingelassen werden, dennoch soll es einen Mann geben, der weiß, wie man trotzdem in die Stadt kommen kann. Habt ihr mit Benjamin gesprochen, dann aktiviert sich automatisch die Hauptmission Männer verboten. Geht jetzt zum Wüstenbazar und klettert dort auf den hohen Felsen. Oben angekommen findet ihr nun Velia. Er verkauft euch ein komplettes Damenrüstungsset für 600 Rubine. Falls euch übrigens die Rubine fehlen, dann schaut mal oben rechts in die Infokarte, dort habe ich euch ein Video verlinkt, wie ihr extrem schnell viele Rubine bekommen könnt. So, jetzt habt ihr das Damenrüstungsset erhalten. Kommen wir nun zu den Effekten. Das Damenrüstungsset hat gleich zwei spezielle Effekte. Tragt ihr das komplette Rüstungsset, erhaltet ihr den Setbonus Hitzeschutz. Dank des Setbonus macht euch eine leicht erhöhte Temperatur in Zukunft nichts mehr aus. Sollte es aber besonders heiß werden, nützt euch die Damenrüstung leider nichts. Das Damenrüstungsset hat aber noch einen weiteren Effekt. Ihr erhaltet damit Zugang zur Gerudo-Stadt, kommt so in der Hauptgeschichte voran und könnt euch dort frei bewegen. Dazu müsst ihr aber in der Stadt dauerhaft das komplette Rüstungsset tragen. Naja, sagen wir fast komplette Rüstungsset, eine Ausnahme gibt es dann doch. Ihr könnt die Damenhose auch gegen die Sand- oder Schneestiefel austauschen und habt trotzdem noch unbegrenzten Zugang zur Gerudo-Stadt. Das sind aber die einzigen Hosen-Schuhe, die ihr verwenden könnt. Bei einer anderen Hose werdet ihr aus der Stadt verbannt. So, das waren die Effekte der Rüstung. Kommen wir nun zum Thema Upgrades. Damit ihr nun euer komplettes Rüstungsset auf Stufe 4 upgrade... was? Für das Damenrüstungsset gibt es keine Upgrades? Naja, dann können wir diesen Part überspringen und dann war's das auch schon für dieses Video. Jetzt habt ihr das Damenrüstungsset mit einer Abwehr von 3x1, also 3, erhalten und habt nun Zugang zur Gerudo-Stadt. In weiteren Videos erfahrt ihr dann, wo ihr die anderen Rüstungssets finden könnt, welche Effekte die Rüstungssets haben und woher ihr das nötige Material für die Upgrades bekommt. Schreibt mir gerne einen Kommentar, welches Rüstungsset ihr als nächstes sehen wollt. Ich habe euch mein Video zum Isolierrüstungsset oben rechts in der Infokarte verlinkt. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst einen Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!